Ja, die heftigen Energien im April, die sorgen dafür, dass ganz viele Dinge an die Oberfläche kommen, mit denen man gar nicht mehr gerechnet hat. Und zwar sowohl im privaten Bereich als auch auf globaler Ebene. Du merkst es daran, dass gerade viele Themen in dir nach oben kommen wollen, dass vielleicht auch im Außen Dinge passieren, die du gar nicht so erwartet hattest, dass sich nochmal Themen zeigen, die du gemeint hast, schon längst transformiert zu haben und die nochmal sehr, sehr schmerzhaft sein können. Und die Botschaft, die ich dir jetzt gleich vorlesen möchte aus der geistigen Welt, genauer gesagt von Solir, das ist die Quelle, mit der ich am meisten zusammenarbeite. Und Solir ist ein Kollektiv aus 20.000 Seelen circa, heilerische Energien, die sich bereit erklärt haben, dir und uns in diesen Umbruchszeiten zur Seite zu stehen. Und sie haben heute diese Botschaft für dich und für uns übermittelt, damit du verstehen kannst, warum die Dinge gerade so sind, wie sie sind. Und wenn du die Ausrichtung kennst und begriffen hast, dann wird es dir leichter fallen, dich dem Fluss hinzugeben. Denn oft ist es so, wenn die Dinge passieren und man hat gar keine Ausrichtung, dann wird es oft schwer und dann geht man in den Widerstand. Solir spricht auch gleich noch davon, wie du mit diesem Widerstand umgehst. Denn es geht in dieser Botschaft auch ganz explizit um Beziehungen. Es geht um dein geistiges Wissen, es geht um Reibung, wie du mit Reibung in dieser Zeit umgehst und wie du zu einem inneren Frieden kommst, wie du deine seelische Essenz wirklich nach und nach besser erkennen kannst, eigentlich wer du bist im Kern und was deine Mission ist, wo dein Weg in dieser Zeit hingeht, auch wenn es gerade noch mal so viel Staub aufwirbelt, dass es dir manchmal unmöglich ist, weiter zu sehen, als deine Hand es zulässt. Und so gehen wir jetzt mal gemeinsam rein in diese Botschaft, die ich dir abschnittsweise vorlesen werde. Euch zu Diensten, euch im Herzen gedient. Euch behilflich auf eurem Weg. Unsere Botschaft für diesen Monat ist vielfältig. Sie enthält Wissen, das euch zugänglich gemacht wird über eure Kanäle, die verstopft sind, die gereinigt werden sollten und die Luft brauchen. Eine neue Zeit ist angebrochen und ihr braucht Wissen, das euch weiterträgt. Ein Wissen, das euch nicht belastet, das euch nicht verstopft, sondern das euch weitet, das euch erhebt über euch selbst, über den Verstand, über die Konzepte, die euch nicht mehr dienen. Und so geht es heute und hier in dieser Botschaft darum, dieses Wissen wieder zu erlangen, sich zu öffnen, sich zu reinigen. Und zuallererst ist es wichtig für euch zu verstehen, dass ihr rein seid, dass ihr nicht rein werden müsst im Kern. Ihr seid heil. Ihr seid eine Schöpfung des Göttlichen. Und nichts steht euch im Weg. Doch die Jahre eures Erdenseins haben es mit sich gebracht, dass die Kanäle verlegt wurden, dass ihr euch trenntet von eurem Ursprung, der alle Weisheit beinhaltet. Euer Ursprung, euer Urgrund, euer Vertrauen. Ich habe in
einigen meiner Videos immer wieder darauf hingewiesen und die geistige Welt, Solia und auch die achte Dimension haben darin immer wieder eingeladen, dass du dich diesem Urgrund auch tagsüber immer wieder zuwendest. Das heißt, dass du dir Momente suchst, wo du in dieses unberührte geistige Wissen eintauchst, in deine eigene Wahrheit. Wie funktioniert das? Indem du dir einfach kurz eine Minute, zwei Minuten Zeit nimmst und deine Augen schließt und dich versuchst zu erinnern. Ein passives Erinnern, möchte ich mal sagen. Dass du dich führen lässt durch die geistige Welt, auch durch deinen Heiligen Geist, durch den unberührten Geist zu dieser Wahrheit. Dass du dich durchnavigieren lässt durch den Gedankendschungel, denn diese Gedanken, die halten dich ab von dieser universellen Wahrheit. Die spiegeln dir deine eigene Illusion immer wieder vor und die führt dich letztendlich immer wieder in die gleichen Sackgassen. Und deswegen ist hier am Anfang gleich mal klargestellt in dieser Botschaft, dass du immer wieder eintauchen solltest und darfst und du wirst dann irgendwann auch gar nicht mehr anders wollen, als immer wieder zu dieser Wahrheit zurückzukehren. Und so kannst du zum Beispiel die Solia-Affirmationen, die in einigen anderen Videos immer wieder angesprochen werden, dafür nutzen, um dich damit zu verbinden und dich so auf tiefster Ebene mit der Essenz zu nähren, die dich wirklich im Kern weiterbringt. Wir lesen mal weiter. Ihr seid gewohnt, dieses Vertrauen aus externen Quellen zu beziehen. Die Medien, die Meinungen, die Forschungsberichte, die Erlebnisse anderer. All das beeinflusst euch in eurer Wahrnehmung. Und wir sagen nicht, ihr solltet euch abtrennen von den äußeren Umständen. Im Gegenteil, ihr solltet verbunden bleiben damit und euch zentrieren. Denn in dieser Zentrierung könnt ihr das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden. Ihr braucht keine Sorge tragen, dass ihr diese Unterscheidung nicht erfahren würdet. Denn es ist eine natürliche Auslese, die hier stattfindet, wenn ihr das, was in der Essenz verankert ist, mit dem Oberflächlichen des Egos abgleicht. Je mehr du dich verbindest mit deiner Kernessenz, desto größer wird der Kontrast, desto leichter wirst du erkennen können, was Illusion ist und was Wirklichkeit ist. Wenn du dich dieser Wahrheit nicht zuwendest, dann wird dein Bild von der Welt diese Illusion bleiben. Du brauchst das Gegenüber, du brauchst die Essenz und darfst dann erkennen und lernen, was ist eingebildet, was ist konditioniert, was kommt von außen an dich heran. Solia sagt ja, dass dieses Vertrauen, das man meint, gewonnen zu haben, von außen kommt, von dem, was du gelernt hast, von deiner Erziehung, von den Umwelteinflüssen. Und es geht mehr und mehr darum, wirklich nach innen zu gehen und zu schauen, was ist da essentiell, was ist da unveränderlich, was wird sich im Kern nie umstoßen lassen, weil es das Tiefste und das Wahrste ist, was du fühlen und erleben kannst. Und Solia sagt weiter, was das für einen Effekt hat auf dich. So werdet ihr euch neu erkennen in diesem Kontrast, müsst euch neu erkennen, denn die Auslese und die Auswahl dessen, was euch nun dient und was euch nicht mehr dienlich ist, ist der wesentliche Umkehrprozess in diesem Monat.
Ihr braucht nun Vertrauen in eure eigene Wirklichkeit, in das, was ihr wirklich im Herzen fühlt. Und nichts und niemand kann diese Wahrheit ersetzen, sie korrigieren und verallgemeinern. Ja, die Herausforderungen, die gerade auf dich zukommen, sind auch eine Probe, ein Test, ein Hinschauen, wo du gerade stehst mit deiner Energie, mit deiner Standhaftigkeit in dir selbst. Denn gerade in diesen harten Zeiten, wenn es richtig dicke kommt, bist du umso mehr eingeladen, deine innere Stärke zu finden und dich dem Bewusstsein hinzugeben, dass dir im Kern gar nichts passieren kann, weil du eine unverletzliche Essenz hast aus Licht und Liebe. Du weißt es, dein Verstand weiß es, doch das langt nicht. Es genügt nicht, dein Wissen wird dich an der Stelle nicht weitertragen, vor allem wenn es hart auf hart kommt. Dieses Wissen muss sich austauschen zum Erleben. Wissen muss zum Erleben werden, zum Erfahren, damit du dich auch wirklich in diesen harten Momenten auf dieses Gefühl zurück besinnen kannst und nicht weiterhin in deinem Kopf, in einem Konzept bleibst, das in Krisenzeiten wirklich weggespült wird und weggefegt wird vom Wind wie nichts. Es geht weiter. Euch im Kern zu spüren, euch in der Tiefe zu verstehen, wie ihr gestrickt seid und wie ihr nicht gestrickt seid. Das ist die entscheidende Aufgabe in diesem Monat. Denn vieles wurde an euch herangetragen. Vieles habt ihr probiert. Vieles wurde probiert. Und doch erkennt ihr nun, dass der Weg nur über das eigene Empfinden führt. Nur über die eigene Wahrnehmung. Nur über das, was euch im Inneren weiterführt. Die Wege, die ihr eingeschlagen habt, hin zu eurer Essenz, sind richtig und wollen gegangen werden. Doch die Wegabschnitte, die hierbei noch gegangen werden müssen, brauchen Hingabe, brauchen Ehrlichkeit, brauchen Klarheit. Und diese Klarheit in euch zu finden, ist das Geschenk dieses Monats. Eine Klarheit im Ausdruck, eine Klarheit im Handeln und ein Wirken, das sich gereinigt hat von Ballast, der euch nicht mehr gut tut. So steht zu euch und betrachtet eure Autonomie als Zwischenstadium zum wahrhaftigen Eintauchen in euren Wesenskern. Es scheint manchmal im Konflikt zu stehen, wenn man sich zu sich selbst bekennt. Ganz viele Menschen, die gerade zu mir kommen, auch in die Beratung, ins Coaching, haben oft große Zweifel, wenn sie das tun, was sie gerne tun möchten. Sie haben Bedenken, dass sie dann andere Menschen enttäuschen, dass sie anderen Menschen in den Rücken fallen, wenn sie für ihr eigenes Wohl sorgen. Und da ist ein großer Irrtum. Denn dein Wohl ist automatisch auch das Wohl der anderen. Und da gibt es überhaupt gar keinen Widerspruch. Wenn du aus deiner Essenz heraus handelst und deinen Wesenskern wirklich lebst und in diesem Alignment bist, dann wirst nicht nur dich selbst erfüllen damit, sondern automatisch mit diesem Licht, mit dieser Ausstrahlung auch alle um dich herum. Das, was dem im Weg steht, sind
häufig Glaubenssätze, die auch der Illusion entspringen, die sich in dir manifestiert haben als eine Illusion über die Welt. Und da geht es jetzt darum, diese Glaubenssätze auszutauschen, auszuwechseln oder auswechseln zu lassen durch ein wirklich tiefes Empfinden für das, was dich im Kern eigentlich ausmacht. Die Verwindungen, die Bindungen, die Verwicklungen, die euch gehalten haben, die euch beengt haben, die euch umschlingen, die verhindern, dass ihr die Wege geht, die euch bestimmt sind, diese Umwicklungen zu lösen mit Bestimmtheit, mit Wohlwollen, mit Klarheit, mit Hingabe an das Unumstößliche in euch. Das ist die Aufgabe, die euch nun bevorsteht. Traut euch, diesen Schritt zu gehen und beobachtet, welche Geschenke euch dann winken auf dem Weg zur Erlösung. Das ist im Grunde genommen das, was ich gerade gesagt habe. Da geht es auch viel um die eigene Berufung, Leben, um wirklich das zu tun, was einem am Herzen liegt und den Mut zu haben, auch einfach mal diese Schritte zu tun, auch in eine Selbstständigkeit zu gehen, das einfach mal zu probieren und zu überprüfen, ob diese Glaubenssätze, die dahinter stecken, die dich vielleicht abhalten, dies oder das zu tun, mal zu überprüfen, den Schritt einfach zu wagen und sich erfüllen lassen von deiner Essenz und auch andere damit zu erfüllen. Denn so braucht ihr nicht mehr Sorge zu tragen für das Wohl der anderen, denn euer Wohl ist gleich das Wohl der anderen. Diese Vermischung der Gegensätze hat euch in eine Sackgasse getrieben. Und so geht es nun darum, das eigene Wohl im Sinne der Gemeinschaft einzusetzen, es zu suchen und nicht mehr hinten anzustellen. Denn ihr seid wesentlich, ihr seid stark und ihr braucht den Kontrast. Kontrast ist eine Schärfung eurer Realität. Kontrast ist eine Hervorhebung eurer Individualität, die nicht im Gegensatz steht zu eurer innewohnenden Essenz, die alles im Göttlichen vereint. Doch der Kontrast ist wichtig, um euch zu erkennen. Denn ihr seid in eurer Seele individuell und doch kollektiviert ihr euch zu einem großen Ganzen. Ihr braucht euch nicht vermengen zu einem Einheitsbrei, der euch zur Unkenntlichkeit entstellt. Ihr braucht diesen Feinschliff eurer Essenz, um nun die entscheidenden energetischen Schritte in eurer Entwicklung zu beschreiten. Das ist ein spannender Punkt, dieser Feinschliff eurer Essenz, den Solia gerade angesprochen hat. Seelische Essenz und unsere göttliche Essenz ist immer so was nicht Greifbares. Und es ist einerseits wichtig, in dieses Nicht-Greifbare reinzugehen, wie ich gerade vorhin auch schon gesagt habe, aber es gibt auch Wegbegleiter auf diesem Weg, wo man die Seele und die seelische Energie doch ein bisschen besser begreifen kann, diesen Feinschliff wahrnehmen kann, sich ein bisschen konturieren kann seelisch. Und da gibt es verschiedene Modelle, geistige Modelle, durchgegeben auch von der geistigen Welt, die dir helfen können, dich seelisch ein bisschen besser zu verstehen. Es gibt aus der Mystik das sogenannte Enneagramm, die neun Gesichter der Seele. Es gibt auch die Archetypen der Seele von Wada Hasselmann.
Und mit diesem Modell arbeite ich auch in meinen Coachings, weil ich es selbst als sehr nahrhaft und hilfreich empfunden habe, diese Konturierung vorzunehmen. Was wird gesagt in den Archetypen der Seele? Es werden verschiedene Grundenergien der Seele bereitgestellt, die kann man medial ermitteln. Und so kannst du dann zum Beispiel erkennen, welche Seelenrolle du hast, welche seelischen Ängste du hast, welches Entwicklungsziel deine Seele sich gewählt hat, auch welches Seelenalter. Und es gibt dir dann sozusagen einen Blick hinter den Vorhang und du kannst deine Energie besser begreifen, du kannst sie wirklich auch energetisch fühlen lernen, kannst diese Energien in dir wachkitzeln, wie so eine Resonanz ist es dann. Das hat vorher geschlummert, wurde nicht aktiviert und durch die Information können die Energien in Fluss kommen und du wirst dann ganz automatisch mehr aus deiner Essenz heraus handeln, weil du auch mit diesem reinen geistigen Wissen, das aus der geistigen Welt kommt, eingeladen wurdest, dich mit dieser seelischen Essenz auseinanderzusetzen. Die Ermittlung deiner Seelenessenz und deiner Seelenmission ist auch der Einstieg in das dreimonatige Seelenweg-Coaching. Wenn dich das interessiert, dann schau mal in der Videobeschreibung und trag dich gern für ein kostenloses Orientierungsgespräch ein. So, wir lesen mal weiter, wie es in der Botschaft weitergeht. Es ist wichtig und richtig, diese energetischen Konturierungen vorzunehmen, sich einzulassen auf die Unterschiede und nicht mehr klein beizugeben, euch zu verbessern und die Gaben, die euch gegeben sind, zu vernachlässigen. Das würde euch im Moment nicht gut tun. Und der Schritt zur Einheit, der gefühlte Schritt zur Einheit, führt nun über das Sich-Erkennen im Gegenüber, das Sich-Spiegeln im Gegenüber und das Sich-Abheben vom Gegenüber. Also diese seelische Individualität wirklich zu spüren und auch liebevoll anzunehmen, dass du in deiner Individualität unverwechselbar bist und auch nicht vergleichbar bist mit anderen Seelen, dich auch nicht vergleichen musst und auch nicht vergleichen solltest und auch andere nicht mit dir vergleichen. Der Kontrast, die Konturierung ist wichtig, um dich selbst besser zu verstehen und wenn du den Zugang zu dir in dieser liebevollen Art und Weise aufbaust und dich annehmen lernst und verstehen lernst, durch dieses Selbstverständnis wirst du auch andere leichter verstehen können, liebevoller annehmen können, in dem, wie sie eben sind. Ein ganz einfaches Beispiel auch aus meiner Praxis, Seelensprache. Ich begleite ja Menschen schon sehr viele Jahre zu ihrer eigenen Seelensprache und da gleicht ja keine der anderen. Da ist eine schöner und zauberhafter als die andere und da ist auch gar keine Notwendigkeit, sich da zu vergleichen, denn man merkt die Schönheit der anderen Seele, wenn sie spricht und es gibt gar keinen Grund, da irgendwie ein schlechtes Licht auf sich selber werfen zu lassen, dass die eigene Seelensprache zum Beispiel nicht so schön wäre wie die, die man gerade hört. Da merkt man das sehr deutlich, wie einzigartig schön jede Seele ist. Und auch über diese Möglichkeit kann man das fühlen, was damit gemeint ist, was Sulia hier angesprochen hat mit dieser seelischen Konturierung. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt der Beziehungen. Die Beziehungen treten in diesem Monat erneut in den Vordergrund und ihr werdet erneut gefordert, um euch zu erkennen. Die Harmonie, die ihr sucht, braucht in diesem Monat Auseinandersetzung, braucht Entzweiung,
braucht Reibung, braucht den Widerstand, um in eine vertiefte Form der Harmonie zu gelangen. Stört euch also nicht an den Reibungen, denn sie sind gewollt, sie sind wichtig, sie sind richtig und sie brauchen ihren Raum. Ja, die Beziehungen sind sehr gefordert. Ich habe das in meiner Beziehung auch gemerkt. Und diese Reibung wirklich auszuhalten, sie zuzulassen, sich einmal mehr zuzulassen, das ist die Aufgabe. Und sich nicht zu verschließen dem, was da gerade sich zeigen möchte. Verschließt euch also nicht diesem Potenzial der Heilung und lasst zu, dass euch die Prozesse erfassen und umfassen, um sie zu transformieren. Also volle Hingabe, auch wenn es noch so weh tut, Hingabe sich auch zu Boden werfen lassen und dann wird es spannend, wie steht man dann wieder auf, wenn man am Boden liegt, an was hält man sich dann fest, was gibt einem wieder den nötigen Grip und die Herzöffnung, die dann notwendig ist nach diesem Verschluss, der dann oft eintritt, wenn der Schmerz zu groß wird. Die Transformation ist also der entscheidende Schritt in diesem Monat. Die Häutung, die Wiederherstellung eurer Souveränität als Seele, als Unikat, als Erscheinung, die gesehen werden möchte, die erkannt werden möchte, die sich spiegeln möchte, die sich erleben möchte, die den Freiraum zur Entfaltung braucht und die sich nicht zu schade ist, den Weg des Widerstands im Zeichen der Liebe zu gehen. Denn Widerstand gegen den Widerstand ist eine Sackgasse. Widerstand gegen Reibung erzeugt eine falsche Harmonie. Und so lasst euch hineinfallen in eure Dualität, die ihr erfahren müsst und erfahren wollt, und scheut euch nicht, diesem Menschsein nun seinen Raum zu geben und zu erfahren, was in euch steckt. Und so seid ihr nun in eine neue Etappe auf eurem Weg eingebogen, die euch zu einem neuen Verständnis von euch selbst führt. Geht diesen Weg in Verbindung mit allen anderen, die bereit sind, die inneren Widerstände aufzugeben. Und lasst euch tragen vom Kollektiv. Wir sind bei euch in dieser Zeit und grüßen aus der Ewigkeit. Sulia. Und ich wünsche dir an dieser Stelle alles, alles Gute für deine Prozesse. Lass dich erfassen, lass dich transformieren, finde immer wieder den Zugang zu deiner wahren Essenz. Beschäftige dich auch mal mit diesen Modellen der Archetypen des Enneagramms und komm deiner Seele und deiner Seelenmission langsam auf die Schliche. Wenn dir mein Kanal gefällt, dann freue ich mich über dein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und bis dann.